Wunderschönen guten Tag, meine lieben Mitquadfahrer und fleißig YouTube-Gucker. Ja, ich bin auch mal wieder on Tour. Es gab viel zu basteln. Und ja, was sonst noch ansteht, da seht ihr nach dem Intro, wenn ihr dran bleibt. Bis gleich, ihr Schnullerback. Also ich bin jetzt ein paar Mal noch gefahren. Ich habe immer das Mikrofon vergessen. Und ja, war mir jetzt irgendwie auch egal. Und ja, ich habe ja an dem Resümee gesehen der letzten Videos, dass halt einfach nicht so viele Klicks auf den Videos sind, wie ich das gerne hätte. Ist zum Teil meine Schuld vielleicht. Vielleicht ist der Content mies. Vielleicht interessiert es die Leute aber auch nicht, was ich mache. Und ja, keine Ahnung. Deswegen, es wird demnächst nur noch die reinen Fahrvideos geben. Ohne Commentary und das, was die Kamera halt so vom Blubbern halt auffängt, dann fängt die das halt auf. Dann ist das nicht extra was für die Kamera gesprochen. Denn ich habe gesehen, neben mir gibt es noch drei, vier andere YouTuber, die auch Quad fahren und die machen das wesentlich besser, die schneiden mehr Themen an und die haben dann mit Sicherheit auch Bock drauf, dann über sowas zu quatschen oder überhaupt irgendwas zu quatschen. Ja, so viel erstmal dazu. Hier steht die neue Gerät. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was im letzten Video so noch aktuell war, deswegen ist es ein paar Monate vergangen. Ich habe ein bisschen was gebastelt und geschnitten und getan und gemacht. Macht immer aus, eigentlich müsste die ja dann angehen wieder. So, ja, ich fliege einfach mal grob drüber. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein paar Aufkleber dran gemacht. Das Dekor-Kit kommt dann in den nächsten Wochen. Das ist schon bestellt. Das kommt aus Polen. Ja, ich habe mir Racing Packs geholt. Die habe ich noch montiert, dass dann halt ein bisschen wirklich mehr an die Seite gesichert ist und dass man nicht umknickt. Ich habe den Motor schwarz lackiert. Ich habe die Federbeine schwarz lackiert. Das sind immer noch die Standard-Federbeine. Ich habe vorne ein bisschen was schwarz lackiert. Ich habe eine Racing Nose dran gemacht. Die habe ich mir ein bisschen zusammengebastelt aus dieser Kappe, die bei dem Standardscheinwerfer mit dabei ist. Ich habe einen Grill vorne dran. Ich habe jetzt Highsider-Scheinwerfer dran. Die leuchten jetzt auch. Ich hatte ja bei dem einen irgendwie so einen Defekt wahrgenommen. Und deswegen, ich musste einen nochmal komplett abschneiden, musste nochmal neu bestellen und ja, war halt Lerngeld. Ich habe Sachen verstaut. Ich habe jetzt eine Erste-Hilfe-Tasche dabei. Warndreieck habe ich dabei. Was will er denn jetzt hier? Will er jetzt um Pudding fahren oder was? Da bringt Klamotten weg. Und ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen was gemacht. Aufkleber sind dran und so weiter. Oh, gerade mal die Brille hier abnehmen. Und ja, wie gesagt, kommt noch ein Dekor-Kit drauf. Ich habe das alles schwarz lackiert. Dann kommt, wie gesagt, noch ein Auspuff dran. Von Yoshimura. Wir gucken, der kostet momentan auch 600 Flöten. Und muss ich mal gucken, was da so angeht. Jetzt muss ich mal... peinlich. Okay, er bringt Altglas weg. ja, das ist das gute Stück. So sieht das momentan aus. Ja. Peinlich.
Ja, ich habe die Verkleidung nochmal komplett neu bestellt. Nachdem ja die erste fast gepasst hätte, ich dann aber zu faul war, die Vorlage zu holen und mich dann ja auch quasi so verschnitten habe. Also musste ich quasi nochmal 200 Euro in die Verkleidung investieren. Und ja, war da nicht so schön. Aber jedes Mal, wenn man halt so einen Quad gegangen ist, hat man halt gedacht, so, das ist wie so ein kleiner Dorn im Schuh, weißt du, du bist halt, du überlegst, machst du den jetzt raus oder auf längere Zeit ist es halt doch wirklich nervig, wenn du es jedes Mal hast. So. Deswegen habe ich es einmal geändert. Ich bin jetzt zufrieden damit, vollkommen. Sieht super gut aus für mich. Und ja. Da habe ich noch eine Nummernschildhalterung gekauft, eine neue. Ich habe ja vor, dann, wenn es jetzt nach Packfits geht oder so, dann wollte ich ja das Nummernschild rausmachen und dann halt eine Racing-Nummer dran machen. Ich habe bei Facebook ein bisschen umgefragt und ein super Teil wurde mir empfohlen. Man kann halt einfach das Nummernschild hochdrücken und dann rausmachen. Dann nimmt man quasi seine Racing Plate, macht das dann wieder dran, schiebt das hoch und klipst das dann wieder ein hier. Das hält jetzt nicht ganz hier wahrscheinlich, weil es umgedreht ist oder so, keine Ahnung. Ja, super Clip-and-Twist-System, sage ich jetzt einfach mal. Obwohl es ja nicht ein Clip-and-Change-System so. Finde ich eine super Sache. Geht super schnell. Hier ist der Name der Firma, wo ihr das bestellen könnt. Könnt ihr auch anfragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Super Service, super freundlich. Und das Teil finde ich mal echt super genial. Muss ich noch irgendwie Polster hinter machen, weil durch die eigene Motorvibration raschelt das noch ein bisschen hinten. Irgendwie so einen Puffer hinter machen, weiß nicht, so ein Stück Kunststoff oder so. Ja, dann habe ich halt auch, habe ich das mal bei einem gesehen. Super gut. Ich habe es nicht ganz so genau gemacht, aber ich habe hier gelbe Pfeile. Diese wiederum führen zu dem gelben Hebel, wo man halt diese Abdeckung abmachen kann. Und dann habe ich hier Dreieck plus Verband hinterm Bumper, was ich euch vorne gezeigt habe. Und hier ist dann Warnweste plus Zange. So, die Warnweste ist hier drin. Und die Zange und Handschuhe ist quasi, um vorne alles zu lösen. Wenn ich jetzt einen Unfall habe und ich kann aus irgendeinem Grund nicht mehr reden, weiß der Geier warum. Und ich kriege vielleicht noch gelbe Pfeile Sitzbank raus, dann weiß der Typ, okay, da ist, hier muss ich dran. Und alles weitere ist dann wirklich da beschrieben. Ja, die Maschine musste nämlich zum TÜV. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das so abgeht. Ja, ich habe diese Kunststoff Nerfbars abgemacht und habe die gegen Aluminium, ja, schlacht mich tot, gegen andere separat ausgetauscht, weil ja, Kunststoff sah scheiße aus und dann diese Dinger halt dabei und dann die Kunststoffteile war halt auch irgendwie kacke. Deswegen habe ich halt gesagt, okay, ne, machst du hinten dann. Habe ich, glaube ich, von Löffler-Quatz, meine ich, wäre es gewesen, 90 Euro. Ist jetzt auch schon ein paar Monate her, aber super Sache, die Dinger. Ja, das war jetzt, glaube ich, so erstmal das letzte Vorstellvideo. Wird jetzt noch eins kommen, wenn dann die Felgen drauf sind, die Felgen, sag ich schon, die Reifen. Auspuff weiß ich noch nicht. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis der da ist, weil 600 Piepen ist ja echt mal eine Hammernummer. Und das Dekor-Kit. Das sind so die drei Meilensteine, die ich jetzt noch mit diesem Quad packen möchte. Und dann ist die eigentlich komplett fertig. Nach einem Jahr und, boah, nee, länger schon, eineinhalb, glaube ich, oder so. Ja. So, an sich ein schönes Teil. Hab noch schöne Handguards gefunden bei Amazon. Die natürlich auch mit diesem Kantenschoner einmal eingetüttelt, wie das ganze Quad. Kann jetzt jeder denken, was er will. Ich finde es hübsch. Hatte ich ja bei der Weißen damals auch so gemacht. Und deswegen so an sich eine runde Sache. Gefällt mir. Und sieht top aus. Ja, aber jetzt will ich auch gar nicht lange rumquatschen. Wie gesagt, ich wollte diese Quatschvideos ja nicht mehr machen. Das war jetzt nur mal so eine Vorstellung, dass ihr wisst, wie es aussieht. Mit der Maschine momentan. Oh, quietscht auch ein bisschen.
Und ja, es gibt jetzt halt wirklich dann nur diese Fahrvideos. Ne, wenn ein Audiokommentar aufgenommen wird, dann ist das halt nicht beabsichtigt. Ne, aber das, was halt so ansteht beim Fahren, kommt dann halt. Und ich werde jetzt dann halt wirklich nur noch Videos machen vom Fahren. Ne? Jetzt habe ich es auch 8-mal gesagt, glaube ich, oder so, oder 9-mal. Deswegen, ich fahre jetzt auch wieder nach Hause. Ist ein bisschen kalt. Und dann geht es im Frühjahr wieder los. In der Zeit habe ich noch ein bisschen Zeit dran zum Basteln und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das ja unten in die Kommentare reinhauen, wenn das Video überhaupt jemand guckt. Und ich sehe, was noch ein bisschen Krümelage hier vom Verkleidungsschneiden. Habe ich noch gar nicht sauber gemacht. Ach ja. So, ansonsten, ihr habt schöne Festtage. Guten Rutsch ins neue Jahr. Je nachdem, wann das Video hochkommt. Ansonsten bleibt gesund. Lasst euch von Corona nicht die Laune verderben. Lasst euch impfen, lasst euch boostern oder auch nicht, wenn ihr das nicht wollt. Zur Info, ich bin geimpft und geboostert. Falls sich mal irgendeiner mit mir treffen möchte oder warum auch immer und so und tütüdü. Ne? Ich habe mich halt boostern lassen, ja mein Gott. Ich möchte halt auch so ein bisschen Lebensqualität wieder haben. Ja, ansonsten geht es jetzt ein bisschen weiter. Ich sage schon mal Tschüssikowski und bis denn.
ist doch schön.